Hallo, herzlich willkommen bei 5x5 Minuten. Wir sind in der ersten Folge oder Staffel und das ist Astronia als erstes. Wir starten durch. Der Frank hatte mir geschrieben, dass das Hauptziel hier in diesem Spiel halt die Portalkammern sind, die man aktiviert. Wir drucken jetzt erstmal ein paar Solarstromgeneratoren, nee, Generatoren, nicht Solarstrom, um dort dann das zu aktivieren. Wir packen ein paar Sachen mit ein, die wir mitnehmen hier. Weil ich weiß nicht, was ich brauche, habe ich einfach so gemacht. So, dann geht es in Richtung Portalkammer. Jo, da sind wir angekommen. Fahren wir hoch und entladen erstmal. Bauen hier unsere Generatoren auf. So, erster Generator, da fällt mir dann gleich auf, ne? Die brauchen wohl eine Plattform. Läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle. Egal, wir bauen weiter auf. Und auch der dritte kommt dahin. So, und dann fällt mir ein, dass wir vielleicht einen kleinen Drucker brauchen, um die Plattform zu bauen. So, und dann drucken wir den. Ja, Harz brauchen wir dafür, habe ich geguckt und das hat man leider nicht mitgenommen, aber hier im Wald gibt's was. Ja, wieder ein bisschen gefarmt und dann können wir die Plattform bauen auch. Da fehlt uns natürlich der Strom, den habe ich dann vom Buggy abgemacht, oder nee, vom Trecker ist es. Und ja, dann konnten wir damit den Strom liefern, um das zu bauen. So, Plattform, erster gesetzt und da passierte was, dass mein Treckergespann da erstmal durch die Gegend fliegt. Dass da was hochkam, wusste ich nicht. Ja, nächste Plattform hier aufgebaut. So, letzte an der Wand hier, müsste man dann auch noch hinsetzen. Und die schließen wir dann auch noch an. Gut, das ist erledigt. Uns fehlt ja jetzt der Kohlenstoff. Jetzt nehmen wir unseren Strom da oben wieder mit, den Generator auf Biobasis und fahren ins Lager zurück, um Kohlenstoff zu holen. So, im Lager angekommen. Irgendwo hatten wir da was liegen. Hier heben wir es gerade auf. Und dann geht die Reise wieder zurück zur Portalkammer. So, angekommen. Kurz noch ein bisschen Biomasse für unseren Generator eingeladen. Und dann den Kohlenstoff aus dem Rucksack an die Generatoren. Nummer 1. Na, Nummer 2 klappt nicht so, wie ich will. Jetzt aber. Und dann noch Nummer 3. Und dann geht's los. Aktivierung der Kammer. So, auch eine Aufgabe erledigt. Und da kommt ein Stein hoch. Keine Ahnung, was damit ist. Ich schaue es mir an, betrachten. Ja, und da realisiere ich, dass es wohl auf diesem Planeten noch zwei weitere Kammern gibt und die müssen wir wohl auch noch aktivieren. Ja, so schick sieht das aus. Ja, und dann auf dem Rückweg sieht man, die eine Kammer ist aktiviert und da hinten ist die nächste angezeigt, wo ich dann hin muss, damit wir die auch aktivieren.
Dafür müssen wir dann weitere Generatoren bauen etc. und uns vielleicht ein bisschen besser diesmal vorbereiten. Velká válka skončila. Jediné, co chceme, je vrátit se domů. Do nové republiky, která se zrodila v srdci Evropy. Jenže trčíme tady, protože sílící občanská válka blokuje přímou cestu na západ. Jediná cesta ven vede na východ přes území, o které bojuje Rudá a Bílá armáda. Musíme přejet Sibiř v obrněném vlaku a pak bezpečně doplout domů lodí. Je to naše jediná šance, jak tuto dlouhou cestu přežít. Možná to bude náš poslední vlak domů. Ja, hallo, da sind wir hier in Last Train Home. Das ist der erste Teil. Wir sind in fünf Minuten und ja, da ist eine Lok und wir machen eine neue Reise, ne? Schauen wir mal, wie es vorangeht. Abteilung anzeigen, Anleitung anzeigen, ja, das machen wir. Schwierigkeitsvoreinstellung ist Kommandant. Lassen wir mal gucken. Also da rechts steht, wie eine Option, die sich auf die Geschichte inszenieren wollen, die Kampf- und Verwaltungsgeschwindigkeit sind reduziert. Und Taktiker. Achso, wir können das alles erst lesen. Da rechts eine Option für diejenigen, die bereits sicher ihren Truppen im Kampf verwilligen können. Kommandant hat mal Option für diejenigen, die das Spiel so genießen wollen, wie es gedacht ist. Ja, okay, dann machen wir so, wie es gedacht ist. Kommandant, ne? Gut. Dann sind das diese Werte, denke ich, oder? 100%, 100%. Spiel bei vollendeter Moral ein. Ausmaß mit Häufigkeit von Ereignissen. Durch Gegner erlittener Schaden ist 100%. Ja, das sieht erstmal gut auf. Aus. Starten wir die Reise, ne? Během velké války, které se později začalo říkat první světová válka, měla Československá legie za úkol bojovat jménem Ruska výměnou za podporu nezávislé Československé republiky. Válka si však vyžádala nesmírné ztráty na životech a hospodářský kolaps v Rusku, což zažehlo revoluci, která sesadila cara a přerostla v krvavou občanskou válku. Bolševici založili Rudou armádu, aby upevnili moc a vládu nad sjednoceným Ruskem, zatímco Bílá armáda vznikla proto, aby se Rudým postavila. Československá legie byla nyní ve velmi ošemetné pozici. Ozbrojená jednotka v cizí zemi, bez jasné příslušnosti k Rudým či Bílým. Západní hranice Ruska navíc stále ovládaly mocnosti, které založení Československa bránily. Československá prozatímní vláda proto legionářům nařídila, aby zůstali neutrální a vydali se na východ do Vladivostoku, kde se měli nalodit a plout zpátky do Evropy. Během evakuace přes Transsibirskou magistrálu se však legie zapletla do ozbrojených střetů, které měly dopad na běh ruské občanské války. Nyní nás čeká příběh hry Last Train Home, fiktivního díla inspirovaného zápisky geniálního člena Československé legie a opravdového historického pramene. Příběh začíná u ambiciózního kapitána pod vedením majora Gazdíka, který vede poslední jednotku československých legionářů, která jede obrněným vlakem do Vladivostoku. So, speichern geht da, zum Vortragen beliebige Taste drücken. Hlavu hore, kapitán. Treba skontrolovať vlak a môžeme vyraziť. Počul som, ako sa chválite, že budete lepší major ako ja. Nuž, uvidíme, ako vám pôjde velenie. Vezmite si čatu a vyrazte obchodovať s miestnym linárom, zatiaľ čo zvyšok legionárov bude strážiť vlak. Okay, dann sind wir jetzt endlich im Spiel angekommen und sieht so aus, als ob unsere Zeit, die 5 Minuten, jetzt hier schon fast rum sind. Und wir gucken uns hier nochmal ein bisschen um. Hier mal ein schönes Lager. Reinzoomen geht auch. Das wird spannend. Ja, da ist unsere Truppe sozusagen. Zu bewegen müssen wir die da rüber schicken. Begib dich zur Getreidemühle. Da war doch die Marke, wo ich hin sollte, oder? Hält ein Auswahlfeld mit Soldaten, Informationen zu ausgewählten Soldaten an Listen, Befehlen, Zielen ein und okay, Anleitung ist das hier. Sehr schön. Ach so, da ist die Mühle wahrscheinlich, da soll ich hin, ne?
A, da ist mein. Dobře, jdu tam. Cítím dym. To nie je dobré. Rychle! Mlyny jsou zničené. Naštěstí to vyzerá, že tu nebol nikto, kto by sa mohol zraniť. Unáhlejte sa a pozbierajte vrecia so zásobami potravín skôr, než tiež zhoria. Verschwendung ist Sünde. Okay, ich denke, wir machen erst hier wieder einen Cut. Die Zeit ist um. Wir müssen gucken, wie wir dann in der nächsten Folge weiterkommen. Da werden wir dann mehr im Spiel machen können. Folge 1 in Timberborn, 5 in 5 Minuten. Und ja, wir sind hier am Auswahlbildschirm für die Rustikalrouten oder aber für die Eisenzähne. Die sind mehr auf Metall spezialisiert, aber wir wollen mal den Standard erstmal anfangen hier. So, Seenlandschaften habe ich mir schon angeguckt. Ich fand diese Karte für Anfänger hier am besten. Die nehmen wir dann auch mal. Normal wird schon gut sein und da starten wir auch. Assonien nennen wir mal die Siedlung. Und erste Aufgabe, platziere Holzfäller. In diesem Bereich müssen wir jetzt zwei Holzfäller-Fahnen machen. Das heißt, hier oben ist ein Wald. Dann würde ich das... Oh, hier ist ein Aufgang sogar. Aber, ja. Ich baue mal da eine hin. Und, ja, ich weiß nicht, vielleicht hier noch eine hin. So, erster Holzfäller ist hier fertig. Der kann dann da auch hoch und müsste da abbauen können, ne? Und da ist der zweite fertig. Der ist da. Der könnte auch da hoch, aber nicht so weit rein wie der. Jede Gebäude mit einem Eingang muss durch einen Pfad. Okay, dann brauchen wir einen Pfad. So, jetzt passt's, oder? Und dann machen wir noch hier einen Pfad hin. Richtung Wald, oder? Machen die schon was? Holzer fangen an zu atmen, wenn du ihnen einen Befehl erteilst. Markiere einen Bereich zum Fällen mit den Werkzeugen. Okay, das heißt da und so wohl, ne? Geht das? Ja, es geht wohl. Einer fängt schon an. Warte, dann lass uns noch den Bereich ausweiten, weil dahinter geht ja auch noch was. Vielleicht geht später das auch noch, weiß ich nicht. So, Bäume sind markiert. Geht das auch? Weiß nicht. Das haben wir erledigt. Ja, der läuft dahin, dann geht es da auch. Jetzt brauchen wir eine Wasserpumpe. So, da eine Wasserpumpe. Geht das so? Warum wird das so angezeigt, dass es nicht geht? Ach so, da ist der Eingang. So rum ist richtig. So, da geht einer auch hin und baut. Nee, doch nicht. So, Wasserpumpe ist auch fertig. Eine Sammlerfahne soll ich jetzt bauen. Ja, die baue ich jetzt mal hier hin, ne? Effizientes Bauernhaus ist als nächstes gefragt. So, das Bauernhaus ist fertig. Arbeiter 3 von 3. Wir haben noch ein paar mehr. Das wird nicht reichen. Aber Karotten sollen wir jetzt erst pflanzen. Baue großer Stapel, festlegen großer Stapel für Rohholz, baue kleiner Tank, festlegen kleiner Tank für Wasser. Okay, das heißt, wir brauchen erstmal einen großen Stapel bauen. Kleiner Stapel, großer Stapel. Und Holz ist hier, wir bauen den da rein. Und festlegen für Holz, kann ich das schon sofort? Ja. Rohholz passt, haben wir auch erledigt. Und dann baue kleiner Tank.
Da ist der kleine Tank und das wird dann wahrscheinlich hier besser sein, ne? Ach, drei Stück an der Zahl, okay. Vielleicht hätte ich den mehr dahin bauen sollen, egal. So, wir haben jetzt schon zwei Tanks fertig. Einer ist sogar schon Wasser drin, der dritte wird fertiggestellt, ist bei 26%. Das heißt, wir sind gleich so weit, dass wir das geschafft haben. Irgendwie geht es ein bisschen träge mit dem Bauholz. Warte auf Materialien. Mal gucken, jetzt kommt nur einer. Material ist da, jetzt kommt noch ein Baumeister, oder? Neuer Tag, neues Glück, jetzt geht's voran. Jetzt wird gebaut. Und das war der dritte. So, Aufgabe abgeschlossen. Nächste Aufgabe ist Bau mittleres Lagerhaus. Festlegen mittleres Lagerhaus für Karotten und für Beeren. Das machen wir in der nächsten Folge. Ja, da sind wir, ne? 5 in 5 Minuten, Dave the Diver, Folge 1. Na, er wurde gebeten, mich zu beeilen. Ich war gerade im Urlaub, weißt du? Wo ist das ganze tolle Sushi? Ah, keine Eile, sieh dich erstmal um. Schau dir mal dieses riesige blaue Loch an, sowas habe ich noch nie gesehen. Es ist nicht nur groß, jetzt mal, wenn man das riesige blaue Loch betritt, verändert sich das Terrain und seine Ökologie und das... Ist eine brillante Geschäftsmöglichkeit. Was für eine Art von Geschäft? Lass uns später darüber reden. Ich habe gehört, du bist länger nicht mehr getaucht. Vielleicht solltest du erstmal wieder etwas üben. Von hier ab werde ich dich durchführen. Nur zu, gibt hinein. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Eine Sushi-Bar am blauen Loch. Prolog. So, WASD, dann bewegen wir uns. Und dann geht's hier runter, ne? Europäischer Papageienfisch war das. Du bist noch in guter Form. Ha, okay, aber das war erst der Anfang. Beweg dich zum markierten Bereich. Mit Shift kannst du dich schneller bewegen, aber denk daran, schneller bewegen braucht mehr Sauerstoff. Gut, deine Fähigkeiten sind noch die alten. Deine Bewegungen sind so flink wie ein Frischwasseraal. In Notfällen kannst du dein Tauchermesser einsetzen. Setz es mit einem kleinen Fisch ein, du kannst es per Taste benutzen. Naja, gut gemacht, schnell und sauber. Und schlussendlich, du hast doch nicht vergessen, wie man die Harpune benutzt, oder? Naja, die haben wir gleichzeitig nicht mehr eingesetzt müssen. Wie war das noch gleich erst zielen dann? Du brauchst wohl wieder eine Auffroschung. Setz deine Harpune ein, um sagen wir drei Fische zu fangen. Ziele mit rechts und schließe mit links. Oh, ich glaube, da muss ich wirklich noch üben. Da haben wir einen. Zwei. Knapp daneben ist auch vorbei. Und da ist der dritte. Du wirst in kurzer Zeit den Bogen wieder raushauen, da bin ich mir sicher. Okay, komm fürs Erste ins Boot zurück. So, jetzt zum Geschäftlichen. Du liebst doch Sushi. Aber klar, zwei Fische und dann sagen wir Reis. Oh mein, Sushi ist lecker. Ah, dann können wir zu guten Freund. Wir werden Sushi kochen. Ihr lest das selber. Ihr könnt ihr anhalten. Okay.
Hi Bancho. Oh, Erdbeben. So, dann sind wir mit der ersten Folge durch und danke fürs Zuschauen und dann schaut den letzten Teil noch. Folge Nummer 1 von Songs of Zyx und das in 5 Minuten. Wir starten ins Spiel. Wir können nicht laden, wir spielen erstmal das Tutorial. So, ich bin Adula Firmingsword und ich habe die Ehre, euer Mentor zu sein. Ich war schon König von Dormod, den Großen, und ihr Kind und Landlinge beraten. Ihr Kind hat zwar seine Stadt niedergebrannt, aber erst nachdem ich seinen Dienst verlassen hatte. Genug gefasst, ihr seid mit allen Ressourcen angekommen. Also hier oben kann man irgendwas drücken. Wenn ihr einer meiner Ratschläge noch einmal lesen möchte, bin ich hier drüber. Okay, errichtet die Lager aus mit mindestens 6 Kisten. Das ist unser erstes Ziel. Lagerhaus. Das ist unser Tempel. BASD geht rum. Hier unten sind unsere Spieler, die wir von oben sehen, wie ihr seht. Jeder Charakter hat seinen Wert. Und ja, schauen wir mal, dass wir jetzt hier was bauen können. Ne? Arbeit. Logistik, würde ich jetzt sagen. Lagerhaus, da. Und dann können wir jetzt das in einer gewissen Größe machen. 1, 2, machen wir Draft Fortress mäßig 3. Und das Lagerhaus machen wir mal so groß. Ist das Spiel in Pause? Ja. So, was muss ich jetzt machen? Kisten. Einrichten wahrscheinlich. 1, 2, 3, hier. Okay, das geht nicht so, wie ich mir das vorstelle. Okay, das war rausscrollen. Drehen. Nochmal drehen. Das sind schon mal 6 Kisten. Aber ich brauche noch eine Tür. Bau automatische Mauern um den Raum. Wo sind denn hier die Türen? Jetzt hier Torbögen und den in... Aha. Dann machen wir mal hier einen Eingang und da einen Eingang. Und dann ist es schon fertig. Jetzt kommt schon der erste raus und baut was. Das Problem, was ich allerdings sehe, ist, dass wir kein Holz haben, ne, oder? Sind das hier Bäume oder sind das Büsche? Gute Frage, ne? Ich glaube, auf Stufe 2 können wir definitiv gerade laufen lassen. Hier rechts können wir ja sehen, was wir alles haben, ne? Wo sind denn unsere Sachen? Hier ist überall null. Ach, das liegt hier direkt drin. 100 Holz, okay. Da läuft die Zeit. Frühling des Jahres 1 des ersten Zeitalters. Okay, deutsche Übersetzung hat ein bisschen Schwierigkeiten, dann ins Fenster zu passen. Aber es ist schon cool, dass es Deutsch gibt. Es ist Early Access. Wie ihr seht, die machen Böden und die machen Wände. Und wir gehen mal auf Stufe 3. Ausgerechnet für euer Majestät, klickt nun auf das Lagerhaus und weist ihm eine Sonderarbeit dazu. Weist außerdem eine Kiste für Stein, eine für Holz und 3 für Fleisch zu. Jetzt muss ich einen zuweisen. Wir brauchen eine für Stein. Das wird wohl hier sein. Dann brauchen wir noch Holz. Wie sehen die Holzstämme aus? Da sollten wir auch eine Kiste machen und 3 Kisten für Fleisch. Fleisch ist das. Gut. So, jetzt müssen wir Nahrung lang, um dich zu... die Startphase unserer Siedlung zu kommen. Scrollt über die Karte und werdet einige Stellen mit jagdbarem Bild entdecken. Ihr könnt diese jetzt direkt auswählen. Die Aktion dafür findet ihr unten. Achtet darauf, nicht zu überlegen, zu überjagen. Die Biester pflanzen sich zwar fort, aber rottet ihr sie aus, verschwinden sie für immer. Aggressive Jagen kann auch den gewaltsamen Verhalten auslösen. Jagd bis zu 100 eine Fleisch im Lager. Okay. So, und jetzt müssen wir rausscrollen, an der Karte gucken, wo es hier etwas gibt. Hier oben sind Wildschweine. Das ist aber schon weit weg, ne? Das ist tatsächlich hier wohl. Jetzt müsste man nur wissen, wie das mit dem Jagen geht, ne? Nee, doch, da ist Jagd. Das heißt, ich mache mal hier 2. Die sind jetzt blau markiert. Ach, da sind doch schon welche von uns unterwegs. Okay. Okay, wir haben 2. Okay. Ich weiß nicht, was sie jetzt hier machen. Und das Fleisch ist wohl alles reingepackt, aber wir haben nur 34. Das nächste, was wir haben, ist dann hier. Machen wir mal so, ne? So, 37, 40, gleich mal 100. Müssen wir mal nicht so schnell laufen lassen. So, da sind die 100.
Errichte eine Feuerstelle. Feuerstelle, da unter Sonstiges. Ja, wo machen wir das? Dann hier, wa? So, wir machen dann die Feuerstelle, aber ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Und ich würde schauen, dass es nächstes Mal hier weitergeht. Mal schauen, wie es sich entwickelt. Es ist ein bisschen tricky, man muss erst reinfinden, aber ich denke, es ist ein ganz cooles Spiel. Alles klar, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.